Tieren und haben Durst genug. Das kommt vom Musizieren, Herr, wir einen frischen Trunk. Dieser gesamte Prozess ist für die sogenannte Untergärung, wenn sich die Hefe nach der Beendigung der Gärung auf dem Boden absetzt, charakteristisch und ist für die Herstellung des tschechischen Biers typisch. Yeah.
Diese Tradition wurde nie zum Beispiel seit dem Jahr 1870 und auch deshalb wird da und schon ein paar Jahrzehnte wird das einzige Material nur rein Naturmaterial, das heißt Wolle oder Baumwolle oder Leinen. Oder manchmal wird es zusammen gemischt, aber immer sind es diese Naturmaterialien. Thank you.
Thank you.
gebaut, also zu einem Ausnutzer. Und erst ganz spät, im 20. Jahrhundert, sind in der Umgebung viele Ferienhäuser gewachsen. Durften die Herberge einweihen? Byla jim dána čest, aby zasvětili to ubytování, to tam bylo jako Und haben gestern durch den ganzen Tag, wie auch heute Morgen, sehr viel von ihrer Gemeinde gesehen. Und für das ist möchte ich ganz, ganz herzlich danken. Also, a ještě jednou bych chtěl moc a moc srdečně poděkovat. Ja, also herzlichen Dank. Ein besonderer Dank gilt Lenka. Sie ist unsere treue Reisebegleiterin gewesen. Meine Frau hat mich immer gemahnt und gesagt, ich soll jetzt aufhören. Sie ist langsam müde vom Sprechen. Und ich denke, wer irgendjemand jemals eine Gruppe geführt hat, weiß, wie das sehr, sehr anstrengend ist. Und sie hat bereits eben seit Donnerstag früh morgens immer im Traum bis spät abends. Also dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine professionelle Führung. Ja, danke, wir machen.